Hallo zusammen, ein neues Video von mir und zwar gibt es heute meine Monatsfavoriten für den Monat Mai und ich lege los mit Pflege. Und zwar hatte ich mir ja im Mai doch einen Sonnenbrand eingefangen und bei mir ist es halt meistens so, dass ich, wenn ich einen Sonnenbrand habe, ein paar Tage später meine Haut sich pellt und dann ist die Farbe auch schon wieder weg und ja, die Haut pellt sich natürlich, weil sie super trocken ist und weil sie eigentlich sehr, sehr viel Feuchtigkeit natürlich danach braucht. Ein Riesenfavorit, der mich wirklich super gerettet hat, ist dieses Produkt hier. Und zwar ist das von Hawaiian Tropic, die After Sun Creme Island Mango. Und dieses Produkt hatte ich, glaube ich, letztes Jahr von Jana zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und letztes Jahr, als ich das bekommen hatte, da war nicht mehr wirklich viel Sonne da. Da war irgendwie der Sommer schon fast gelaufen. Und deswegen lag das bei mir tatsächlich das ganze Jahr in der Schublade. Und dieses Jahr eben bei diesem Sonnenbrand, bei diesem ersten Sonnenbrand, habe ich das Produkt eben benutzt. Und ich muss sagen, das Produkt hat mir echt den Arsch gerettet, sage ich mal so. Hier ist Shea-Butter und Mango-Butter drin. Und diese Creme ist auch wirklich sehr fettig und reichhaltig, riecht total lecker nach Mango, was auch super toll ist, wie ich finde, für den Sommer total fruchtig, lecker und es ist wirklich eine richtig fettige Creme und ich habe diese eben benutzt auf meinem Sonnenbrand und ich muss sagen, dieses Zeug hat mich wirklich gerettet, denn ich habe mich zum einen überhaupt nicht gepellt, zum anderen blieb die Bräune, also das Rot hat sich wirklich in Farbe verwandelt und die Haut ist einfach super gut durchfeuchtet. Wie gesagt, ich habe mich nicht gepellt, was ich super klasse finde. Es hat auch einen leicht kühlenden Effekt und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut überzeugt von diesem Produkt und der Sommer kann kommen, meinetwegen. Finde ich super klasse. Ich habe gesehen, man kann das jetzt auch in der E-Parfümerie eben bestellen. Es gibt von Hawaiian Tropic verschiedene Varianten. Es gibt auch verschiedene After Sun Produkte, aber ich würde definitiv wieder zu diesem hier greifen, weil ich absolut begeistert bin. Der Duft ist super, die Pflege ist super. Und ich habe auch das Gefühl eben, dass dadurch die Bräune ein bisschen länger dann anhält und auch wirklich das Ganze auch Bräune wird. Also ich habe hier zum Beispiel meine Uhr getragen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da bin ich halt um einiges weißer natürlich, weil da hatte ich keinen Sonnenbrand. Aber mein Arm hat doch Farbe bekommen und das finde ich echt super klasse, kann ich nur empfehlen. Weiter mit Pflege. Ein Produkt, was mich auch total überzeugt hat, ist dieses hier. Und zwar das Duschstars, die Body Lotion Spray and Go. Ich habe die Duftrichtung Honig, Melon und Jasminduft. Und ich mag diese Duftrichtung auch sehr, sehr gerne. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich halt wirklich, ich bin wirklich ein Muffel, was so dieses tägliche Eincremen angeht. Normalerweise sollte man sich ja schon nach jedem Duschen dann auch eincremen. Ich bin einfach zu faul, das wirklich jedes Mal zu tun. Damit allerdings habe ich überhaupt kein Problem, denn nach dem Duschen, Abtrocknen, Einsprühen, kurz verreiben, gut ist gewesen. Ich finde, der Duft ist super angenehm. Ich finde, die Pflege ist vollkommen ausreichend für den Sommer. Ob das im Winter jetzt wirklich für mich pflegend genug ist, bleibt abzuwarten. Aber für den Sommer finde ich das eine super tolle Alternative. Und was ich eben auch super finde, ist der Sprühmechanismus, denn man sprüht einfach so, drückt drauf und es sprüht durchgängig. Weil zum Beispiel von anderen Marken diese Sprays, da habe ich auch einige in Benutzung, die ich auch immer noch benutze. Aber da muss man halt pumpen, also richtig drücken. Und wenn man natürlich dann schon fettige Finger hat, dann ist das super schwierig. Und deswegen, ich finde dieses Produkt wirklich toll und das werde ich mir definitiv auch wieder nachkaufen. Irgendjemand hatte unter meinem Haul geschrieben, dass das Produkt ähnlich ist wie irgendwelche anderen Sprays. Ich aber leider nicht weiß, welche Sprays gemeint sind. Also wenn du dieses Video siehst, schreib mir bitte nochmal in die Kommentare, was du für Sprays meinst. Weil die würde ich gerne auch ausprobieren. Auf jeden Fall finde ich super klasse. Werde ich mir auch wieder nachkaufen. Noch ein Pflegeprodukt und zwar dieses hier, was mich auch gerettet hat. Und zwar von Caudalie, das Divine Lex, die Tinted Body Lotion. Das ist wirklich nur eine getönte Body Lotion, hat also keinen Selbstbräunungseffekt oder sowas.
Ich benutze dieses Zeug immer super gerne für meine Beine. Man hat es ja oftmals so, dass es ist die ganze Woche schlechtes Wetter und am nächsten Tag auf einmal sind 30 Grad. Und dann möchte man ja vielleicht auch mal eine kurze Hose anziehen oder einen Rock oder sowas. Und ich mag das halt immer nicht, dass meine Beine viel, viel weißer sind als meine Arme tatsächlich. Das heißt, ich möchte nicht wirklich braune Beine haben. Ich möchte einfach nur, dass die ein bisschen angepasst an meinen Arm sind. Ich habe es schon öfter erwähnt bei diesem Produkt. Ich habe das jetzt schon das dritte Jahr in Benutzung und es ist eigentlich nur 24 Monate haltbar, muss ich dazu sagen. Allerdings hat sich bei mir die Konsistenz nicht verändert, der Duft hat sich auch nicht verändert und ich benutze es ohnehin nur für die Beine. Von daher ist das für mich kein Problem. Wenn es umkippen würde oder sich das irgendwie trennen würde oder irgendwas, dann würde ich mir es auch auf jeden Fall wieder neu kaufen. Ich habe damals, oder es hat damals 25,60 € gekostet und man bekommt es in der Apotheke, unter anderem natürlich auch online. Ich bin auf jeden Fall super begeistert, weil es eben wirklich ein Braungold ist und kein Orange. Es ist wirklich ein Braun und das ist super klasse. Und wenn man das eben ganz dünn aufträgt, dann hat man wirklich nur so eine ganz leichte Färbung. Es gleicht sich so ein bisschen an. Es ist wasserfest, was ja auch immer super wichtig ist. Und ich mag das Produkt wirklich gerne und das hat mich dieses Jahr auch schon wieder gerettet, sozusagen. Von daher wirklich ein Top-Produkt. Mache ich weiter mit einem Bronzer und zwar absolut verliebt, sofort, seitdem ich ihn habe, habe ich mich in den Butter Bronzer von Physicians Formula in der Farbe Bronzer. Es gibt noch eine hellere Variante, das ist die dunklere Variante, aber diese ist auch super hell. Ich trage den auch heute im Gesicht, seitdem ich ihn habe, jeden Tag verwendet. Für mich fast der beste Bronzer, den ich jemals besessen habe. Die Farbe ist einfach optimal, super. Er lässt sich super auftragen. Er ist super weich, super butterig. Hat eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Und er riecht auch noch super gut. Ich habe ihn jetzt hier. Also, er ist wirklich ein sehr, sehr leichter Bronzer für helle Häutchen. Wirklich ein Top-Produkt. Ich bin absolut verliebt und bereue es keinen Tag, mir den bestellt zu haben. Kommen wir zu Highlighter. Da zeige ich euch drei. Natürlich mal wieder mein liebster Highlighter von Make-up Revolution aus der Radiance Palette. Und zwar ist das dieser hier. Ihr könnt auch sehen, ich habe einen Hitzepen in einem Highlighter. Das ist also wirklich für mich schon ein Wunder. Also ich finde, das muss man ja erstmal hinkriegen in einem Highlighter. Für mich ist das immer noch der perfekte Highlighter für jeden Tag, weil er super fein gemahlen ist, die Poren überhaupt nicht betont. Also wirklich auch für ältere Damen, die Angst haben bei zu schimmrigen Highlightern, dass die Poren so betont werden. Da ist das wirklich eine super tolle Alternative. Er hat einen wunderschönen Schimmer, man kann ihn aufbauen. Ich mag diesen Highlighter unheimlich gern. Und ja, die Palette braucht man nicht unbedingt, wenn man so hellhäutig ist wie ich, weil ich wirklich nur die mittlere Farbe benutze und manchmal noch diesen hier, aber eigentlich immer zu dem helleren greife. Aber das Produkt an sich ist top und man kann es auch einzeln nachkaufen. Also wirklich ein super schöner Highlighter. Und wenn es halt wirklich knalliger sein durfte, dann diese beiden hier, auch von Make-up Revolution bzw. der Tochterfirma I Love Make-up. Einmal der Goddess of Love, Goddess of Face Highlighter. Ein super krasser, pigmentierter, schimmriger, wunderschöner, champagnerfarbener Highlighter. Ich liebe den. Und dann noch ein, ja eigentlich ein Blusher, also ein Rouge. Und zwar Peachy Pink Kisses, aber auch diesen als Highlighter, weil dieser als Rouge viel zu hell ist. Ein wunderschöner peachfarbener Highlighter. Super krass. Auch sehr, sehr fein gemahlen. Auch diese würde ich sagen, natürlich sind die sehr, sehr extrem und sehr, sehr schimmrig. Und wenn man zu viel aufträgt, dann sieht man das auch an den Poren. Aber wenn man den leicht trägt, dann ist der auch für ältere Damen durchaus tragbar. Ich finde die super. Kann ich euch nur empfehlen. Diese kosten um die 6,95 Euro, 99, irgendwie so in dem Dreh. Die sind echt toll, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Tolle Highlighter. Dann
komme ich kurz zu den Augen. Ich habe sehr, sehr viel gewechselt, aber was ich häufiger benutzt habe, sind zwei Sleek-Paletten. Einmal die Paraguaya-Palette von Sleek, die ich unheimlich gerne mag. Für den Frühling, für den Sommer tolle Peach-Töne, tolle Rosé-Töne und auch ein super schöner Steinton für die Lidfalte eben. Eine tolle, tolle Frühling-Sommer-Palette. Ich habe halt versucht, auch wieder ältere Produkte zu tragen und deswegen sind diese Paletten auf jeden Fall häufiger zum Einsatz gekommen. Und die Monaco-Palette, auch das eine super tolle Frühling-Sommer-Palette, ganz, ganz toll. Ich habe oftmals diesen Ton hier benutzt, wenn ich irgendwie Peach auf dem Auge hatte. Ganz, ganz tolle Palette auch. Mag ich unheimlich gerne. Deswegen auf jeden Fall Favoriten. Dann ein Pinsel, den ich euch zeigen muss, auf jeden Fall von Clover, der Puderpinsel. Ich hatte ihn euch auch in einem Haul gezeigt. Das ist der beste Puderpinsel, den ich jemals hatte. Ich möchte ihn nie wieder missen. Ein ganz, ganz toller, riesiger, super weicher. Der Pinsel hat einen super Widerstand. Das ist wirklich der beste Puderpinsel, den ich jemals hatte. Ich habe umgerechnet ungefähr 15, 16, 17 Euro bezahlt, umgerechnet. Der Versand war auch problemlos, man muss halt ein bisschen länger warten, wenn man bei Clover bestellt. Aber es hat wunderbar funktioniert und davon werde ich mir definitiv auch noch einen bestellen, weil ich Angst habe, dass der irgendwann mal kaputt gehen könnte oder... Ja, da bin ich so ein bisschen bescheuert, aber ich möchte auf jeden Fall einen Ersatz haben und ich finde den grandios. Ein super, super Pinsel. Dann noch zwei Nagelprodukte und dann sind wir auch schon durch. Zum einen der Base Coat von Catrice Ultra Stay and Gel Shine. Den hatte ich euch auch schon öfter gezeigt. Ganz viele mochten den immer nicht, weil der sich nur bis zur Hälfte ungefähr aufbrauchen ließ und dann eingetrocknet ist. Ich habe das Gefühl, die haben die Konsistenz verändert. Ich habe das Gefühl, der ist flüssiger und der hält auch länger. Also ich komme mit diesem Ding jetzt hier schon um einiges länger hin als mit den davor. Also ich glaube tatsächlich, dass Catrice da irgendwas verändert hat. Ich mag den. Auch wenn er sich nicht verändert hätte, mag ich, weil er mich wirklich gerettet hat und werde ich mir immer wieder nachkaufen. Und ein Nagellack, den ich total gerne mag, von Trended Up aus der Touch of Vintage LE, der Soft Sense Nail Polish in der Farbe 010. War leider limitiert, aber ich liebe diesen Nagellack. Ich trage den auch gerade auf den Nägeln. Eine wunderschöne Farbe, so Altrosé, hat aber so ein satiniertes Finish. Deswegen habe ich euch jetzt nur diesen gezeigt, weil man darüber ja natürlich... kein Topcoat gibt, aber ich mag den unheimlich gerne. Der hält gut auf den Nägeln. Die Farbe ist super schön und ja, ich denke, ich werde mir von Trended Up noch andere Nagellacke auf jeden Fall mal anschauen, ob es da noch was Schönes für mich gibt. Und das waren sie auch schon wieder, meine Favoriten für den Monat Mai. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ihr mögt, lasst mir fleißig Kommentare da. Was waren eure Favoriten im Monat Mai? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.